Wir sind mitten im Sommer, die Ferien stehen vor der Tür und was darf natürlich neben Freibad und Baggersee auf gar keinen Fall fehlen? Ein leckeres Eis. Und das gibt es mittlerweile auch hier aus Nordschwaben. Es gibt zum Beispiel Bauernhof-Eis aus Mauren oder eben Eis hier aus Boxberg, nämlich von Uli von Boxberg. Und angeblich hat er das Rezept für das Eis Schwarzer Ritter direkt hier in der Burgruine gefunden. Das ist es. Das Eis der Schwarze Ritter. Rezept natürlich streng geheim. Wir haben ja hier in Boxberg eine alte Burg. Und da war ich mal so in geheimer Mission unterwegs. Hab nachgeforscht und gesucht. In einem alten Verlies in dieser Burg habe ich ein Rezept gefunden. Eisrezept. Das haben wir dann umgesetzt in die Tat. Das heißt Schwarzer Ritter. Und das ist was ganz Geheimes. Gibt es nur bei Uli von Boxberg. Ob man das glauben will, na, das bleibt jedem selbst überlassen. Tatsache ist, es gibt insgesamt 14 Eissorten bei Uli von Boxberg. Und Tatsache ist auch, dass diese 33 Kuhdamen mit zu den wichtigsten Angestellten bei Uli von Boxberg zählen. Denn sie liefern die Milch für das Eis. Und die kommt in die hofeigene Eisproduktionsstätte. Mit weiteren Zutaten aus der Region, frei von künstlichen Zusatzstoffen, wird hier dann zum Beispiel Haselnusseis hergestellt. Mittlerweile mit hochmodernen technischen Geräten. Das war vor knapp 10 Jahren, als alles begann, noch ganz anders. Mit der ersten Maschine, da waren wir natürlich schon ein bisschen so da geguckt. Wir wussten nicht, wie das Ganze ankommt. Es war eine kleine, schnucklige Maschine. Da haben wir, wenn wir gut waren, so am Tag 100 Liter Eis geschafft. Hat sich dann gesteigert, so 400 Liter mit den weiteren Maschinen. Jetzt sind wir so, wenn es gut läuft am Tag, dann schaffen wir so irgendwo knapp 1500 Liter, die wir im Eis machen, wo wir dann verkaufen können. Das passiert an 2-3 Tagen in der Woche. Dann hat das 8-köpfige Team in der Eisproduktion alle Hände voll zu tun, damit die Kühltruhen und Kühlhäuser wieder voll werden mit leckeren Eisspezialitäten aus Boxberg. Von Landwirtskollegen höre ich schon, es ist eine sehr exotische Idee als Landwirt mitten in der Pampa hier in Bayerisch Schwaben und das auch noch in Boxberg dazu, Ort mit vielen Einwohnern Speiseeis zu machen. Unser Betrieb ist relativ klein mit 20 Hektar und 35 Kühen und so waren wir eigentlich ständig so mit einem offenen Blick in der Gegend, sicherlich geschärft durch ein Auslandspraktikum, das schon fast 20 Jahre her ist in den USA. Einfach, das hat mir so einen Weitblick in Offenheit gebracht für neue Möglichkeiten. Und mit dem selbstgemachten Eis hatte der Eismann aus Boxberg genau den richtigen Riecher. Mittlerweile stehen die Kühltruhen mit dem Eisbär nicht mehr nur im eigenen Hofladen, sondern bei vielen in der Region, auch bei Metzgern und Bäckern oder im Einzelhandel. Gastronomie merken wir, dass sie mehr und mehr Wert legt auf Regionalität. Kommt uns jetzt wirklich auch zugute. Die wissen, wo es herkommt, was drinsteckt, wer dahinter steht. Das nimmt mehr und mehr Einfluss, sei es in Leipheim, sei es in Meitingen, in Gundelfingen, Augsburg. Es gibt jetzt mehr und mehr Gastronomen, die Wert legen auf wirklich große Qualität und das kommt uns zugute. Also, beim nächsten Eishunger Ausschau halten nach dem Eisbären von Boxberg und Eis aus Nordschwaben genießen.